Was machst du? Stefania, mein Schatz. Ich bin wieder bei meinem Lieben. Fühlst du dich wieder zu Hause? Ja. Ich fühle mich zu Hause. Piercingstudio Wermelskirchen. Hallo, wie geht's dir? Gut. Gut, was gibt's heute? Shen Men und... Ich weiß nicht mehr, das kommt noch. Und das Ashley-Piercing. Okay. Alles klar. Shen Men kriegst du auf beiden Seiten. Haben wir auch schon den Punkt lokalisiert, ausgemessen und alles eingezeichnet. Der hat schon seine Handschuhe an. Das kennen wir aus den Videos. Genau, er hat seine Handschuhe an. Am geilsten finde ich, wenn er sagt, und dein Shen Men ist gestochen. Boah, das ist so geil. Die Blicke der Leute immer so dabei, ne? Ja, jeder guckt anders. Hm? Doch, du warst doch geil beim Zungenpiercing damals. Da waren wir nicht in diesem Raum, da waren wir sogar noch in einem anderen Raum, ne? Weiß ich noch. Da hast du die, genau. Ja. Ne? Und dann haben wir uns vergrößert. Wir danach nie wieder so mit dem Zungenpiercing. Nein, das war ziemlich geil, ey. Ja. Das ist nie wieder so gewesen. Wir könnten ja nochmal irgendwie so ein Remake oder so machen von, ja, so alte Zeiten, so von früher. Das fände ich auch ziemlich cool. Mal irgendwie sowas zusammenschneiden, ha, Schatz? Meine Socken sind sauber. Alles gut, hier darfst du alles machen, hör mal. Mach ruhig Decken gleich nicht. Ach so, die Decken, genau. Sonst kann das nämlich flackern. Aha. Oh Mama Mia. Jetzt geht's los. Ja, also hier, Stefania hat auf jeden Fall hier auch schon mal zwei, also nicht nur Zunge gestochen bekommen, sondern Inner Conch und zwei Days Piercings und du bist halt auch migränefrei, ne? Weil da wird ja immer ganz oft gefragt, stimmt das nicht? Ja. Du hast natürlich Kopfschmerzen, haben wir alle mal, aber keine Migräne mehr. Aber das passiert mir wirklich nur, wenn ich zum Beispiel gar nichts getrunken habe. Das ist dann normal. Also selbst schuld, genau. Ne? Und ich bin aber migränefrei. Geil. Gar nicht beschreiben. Und meine Hoffnung ist jetzt, dass durch die Shen Men das auch meine Depression sozusagen verschwindet. Genau. So, oh Jesu. Aspekt, da guck mal, wie der da schon steht. Was soll ich denn machen? Ich kann ja nicht. Aspekt. Ich mach nichts. Solange du nicht sagst, oh mein Gott. Ich mach ich gar nicht. So wie der da schon steht. Ich wüsste ja auch beim Frauenarzt ist das so, ne? Echt? Ohne Witz, ja. Das ist nicht. Okay. Wie der da schon steht. Wie er da schon steht, ja, okay. Startbereit? Ja, startbereit. Okay. Du wirst es schaffen, mach dir keine Gedanken. Wir ziehen so ein bisschen an deinem Öhrchen. Ja, zieh an mein Öhrchen. Und dann hast du es auch. Am geilsten ist eigentlich sowieso mal der Gesichtsausdruck von Stefania. Und erste ist gestochen. Das war's. Ach, Jesus. Ja! Also schon, als er den Punkt ausgemessen hat, ne? Oh. Warte, Moment. Ja, ich mach noch nichts, ich schneide mir das Röhrchen ab. Okay. Wo er den Punkt ausgemessen hat, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber ich habe schon, also ich habe wirklich so ein leichtes High-Gefühl gespürt. Ja. Und ich habe ihm das auch schon gesagt, das ist, wenn ich halt die Medikamente nehme, die machen mich auch so, das ist so ein bisschen betäubend halt, ne? Und da verändert sich auch die Stimmung, also sie wird dann halt normal, besser, ne? Weil wenn man depressiv ist, ist man halt dauertraurig. Darf ich noch reinbringen? Mhm. Guck mal, da steht schon wieder. Oh. Er macht das nett. Ich bin echt ganz vorsichtig. Er ist nett, ja. Er ist nett. Wir machen den Schmuck drauf. Er ist der Beste, deswegen komme ich auch hier hin. Oh, Jesoma, warum mache ich das? So, Schmuck ist drauf, wir setzen den Schmuck ein, der Schmuck ist drin. Und da ist das erste Shen Men. Alles gut? Ja. Jetzt bist du erleichtert, ne? Jetzt kannst du wieder lachen. Okay. Oh Mann, ich immer dasselbe mit dir. Ja, ich hab euch aber auch lieb. Süß. Aber ich glaube, bis jetzt fandst du welches am schlimmsten vom Stechen? Nee, das sage ich jetzt nicht. Sagst du nicht, okay. Sonst kommen die Leute nicht mehr. Nein, du kannst das ruhig sagen, weil ich finde, jeder hat ein Piercing, was echt unangenehm ist. Das ist vollkommen okay. Bei mir Days, war das, ne? Das Days. Ja. Ich weiß nicht, da ist auch einfach schon... Ich weiß nicht, ob das durch einen Nerv ist oder so. Ich kann es dir echt nicht sagen, aber das war schon... Ich meine, ich bin ja sowieso immer sehr schmerzempfindlich, ne? Du bist special. Ich bin special. Aber wenn es halt gestochen... Weil ich habe meins auch am Samstag auf Nullpunkt stechen lassen, mein eines Days. Der Schmerz, ich merke nichts. Also ich habe danach, also 5 Minuten danach, gar nichts mehr gemerkt. Also ja, das ist halt der krass. Auch, das ist der Moment, der Moment, ja. Ja, der Moment. Und dann lieber zweimal den Moment als scheiß Migräne. Genau, ist genau. Echt so. Hast du auch Days? Ja. Der Lecko, wie der schon steht. Ja, das schon steht die, da wieder. Der Lecko, mal, der steht auch schon mit dem... Ja. Oh, der Le. Ja? Ja. Okay.
Kathi. Ja, ich bin da, Schatz. Kathi. Ja, 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 Steph, du schaffst das. Jetzt die Augen. Und zweite Shenman ist auch gestochen. Oh. Boah. Okay, die Seite war unangenehmer. Echt jetzt? Ja. Eine Seite merkt man immer mehr. Ja, die war unangenehmer. Okay. Ja, warten wir mal, was den Schmuck einsetzen. Mal gucken. Nee, mach dir jetzt keine Angst. Ach, Quatsch. Blödsinn. Sie was versteht Spaß. Wow. Du hast schon zwei Stück geschafft. Ja. 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 Ich hoffe so sehr, dass das funktioniert. Mhm. Wie geht's deinem Kreislauf? Gut, aber ich glaube, ich brauche gleich nach dem dritten tatsächlich Traubenzucker. Ja. Ich werde auch wahrscheinlich sofort fahren können. Du kannst dich noch zu uns reinsetzen. Du musst nicht sofort fahren. Nö, die anderen saßen ja auch gerade noch ein bisschen hier. So, Schmuck ist drauf, wir setzen den Schmuck ein, der Schmuck ist drin. Mutachi! Sie ist nur am Schimpfen hier. Als er gerade eben schon gesagt hat, ich bin ja ein Seitenschläfer, und dann meinte ich so, ich darf jetzt bestimmt nicht auf der Seite schlafen. Der so, nee. Ich so, auf beiden Seiten nicht. Ich so. Solltest du definitiv versuchen zu vermeiden, dass man es nicht ganz vermeiden kann, das ist ja normal. Ja, wenn du halt im Tiefschlaf bist, spätestens. Ja, aber du solltest auf jeden Fall versuchen. Weil du auch immer mal Probleme mit Wildfleisch hast, ne? Deshalb, ja. Also am besten wie so ein Nackenhörnchen und dann aufs Kopfkissen legen und dann kannst du dich auf die Seite legen. Wie geht das? Hab ich noch nie probiert. Einfach so ein Nackenhörnchen nehmen. Ja, weißt du, diese Nacken, das legst du auf dein Kopfkissen und dann kannst du dich auf die Seite legen. Okay. Dann einfach in diese Öffnung reinlegen. Also so schlafe ich halt auch immer, sonst könnte ich gar nicht schlafen mit meinen Piercings am Ohr. Diese Öffnung muss ich probieren. Sonst machst du mir im Video, wie das geht. Ja. Ich bin manchmal hohl, das sage ich ja selber. Ach du, ey. Wirklich? So, Steinchen ist auch drauf. Ah. Dann bringen wir es in die richtige Position und da ist auch das zweite Schenken. Oh, bin ich rot? Nein, alles gut. Nur deine Öhrchen. Nur deine Ohren, die sind verdammt rot. Ich würde sagen, da wir jetzt schon 7 Minuten haben, würde ich sagen, wir machen eben einen kleinen Cut und dann machen wir gleich das zweite Video, ne? Zeigen, genau. Dann hat sie noch gar nicht gesehen. Einmal, auch mit unserem schönen Days-Schmuck. Genau, und jetzt auch in der Kombination alles. Sieht sehr gut aus. Hammer. Das erste Schenken. Das sieht gut aus. Ja, sehr gut. Das zweite. Schwupps, schwupps, schwupps. Und da ist das zweite schon. Aha, und du hast zwei verschiedene Days, ne? Genau. Da fragen nämlich auch immer ganz viele, wie mache ich das? Sogar auf Arbeit fand das meine Kollegin, ne? Ja. Die so, ach, hast du aber einen tollen Schmuck. Das sieht hier, guck mal. Ja, ich so, ja, das ist ein Studio Werbeskill. Genau. Werbung. So, wir verabschieden uns und ich sag dann gleich zum zweiten Teil. Tschüss.